An einem schönen Morgen schaltest du die Nachrichten ein, während du deinen Morgenkaffee trinkst. Sie haben es wieder getan, diese Wissenschaftler! Schreit der Nachrichtensprecher im Fernsehen. Vor ein paar Tagen wurde berichtet, dass sich der Mond langsam aber stetig von seiner Erdumlaufbahn entfernt. Sein Abstand vergrößert sich um etwa 5 cm pro Jahr. Das heißt, in den letzten 2000 Jahren hat er sich etwa 80 Meter von der Erde entfernt. Im Verhältnis zu den Weiten im Weltall ist das zwar keine große Entfernung, trotzdem hat die Nachricht die Leute in Panik versetzt. Experten auf der ganzen Welt überlegen, wie sie den Mond daran hindern können, seine Erdumlaufbahn zu verlassen. Obwohl das erst in über 1 Milliarde Jahren passieren wird. Aber jetzt sind alle auf einmal so aufgeregt und auf die uns bekannten Vorteile des Mondes fixiert. Natürlich hat der Mond Einfluss auf das Leben auf der Erde. Ohne seine Existenz hätte es sich nicht so entwickelt, wie wir es heute kennen. Der Mond kontrolliert die Gezeiten und die Moleküle in der Atmosphäre. Ohne ihn hätten sich vor allem wir Menschen nicht entwickeln können. Angesichts der gesteigerten Wertschätzung dem Mond gegenüber wurden wissenschaftliche Teams mit den hellsten Köpfen zusammengestellt. Sie sollten eine Lösung finden, wie man den Mond wieder näher zur Erde bringt. Ein riesiges Triebwerk wurde auf der dunklen Seite des Mondes gebaut. Es wurde gezündet und das Triebwerk begann, den Mond anzuschieben. Aber die anfängliche Schubkraft war nicht stark genug, um den Mond vorwärts zu bewegen. Stattdessen kippte seine Achse und er drehte sich langsam. Als die Wissenschaftler das bemerkten, wollten sie natürlich das Triebwerk abschalten, vor allem bevor es seine volle Leistung erreichte. Schließlich war der Mond vom Kurs abgekommen. Aber der Auftraggeber akzeptierte das nicht und befahl, mit der Mission unverändert fortzufahren. Die Wissenschaftler beharrten darauf, dass die Berechnungen nicht mehr stimmten und sie nicht sagen könnten, was passieren wird. Aber ihre Bedenken wurden ignoriert. Sie konnten nur noch zusehen, wie das Triebwerk seine volle Leistung erreichte und den Mond langsam vor sich herschob. Aber weil die Schubkraft zu Beginn nicht ausreichend war, gab es Abweichungen in der Ausrichtung der Flugbahn, was zu Komplikationen führte. Nach Plan sollten der Schub und die Schwerkraft der Erde dafür sorgen, dass der Mond einer Umlaufbahn in einem geringeren Abstand zur Erde folgt. Aber wegen der gekippten Mondachse zu Beginn der Mission hat sich der Winkel der Flugbahn geändert, sodass der Mond von der Erde weggelenkt wurde und ihn ganz aus der Umlaufbahn brachte. Du hast dein Frühstück beendet und schaltest den Fernseher aus. Du gehst nach draußen, um den Mond zu betrachten. Er leuchtet noch hoch oben, es scheint also alles in Ordnung zu sein. Der Nachrichtensprecher hat bestimmt nur übertrieben, du fährst zur Arbeit. Die Probleme mit dem Mond sind jetzt nebensächlich. Selbst wenn es wahr wäre, wie sollte das deinen Tag beeinflussen? Der Morgen hat sich normal angefühlt. Dein Arbeitstag im Büro begann auch normal. In deiner Mittagspause fährst du in die Stadt. Dir fällt auf, dass der Wind stärker und kälter geworden ist. Es muss ein Sturm im Anmarsch sein. Du schaust dich nach dem Mond um. Er sieht kleiner aus, etwa halb so groß wie heute Morgen. Aber es ist Mittagszeit, da ist er doch immer kleiner, oder? Nachdem du im Restaurant zu Mittag gegessen hast, verlässt du das Lokal. Ist es dunkler geworden? Der Wind weht jetzt auch viel stärker als vorhin, aber es sind keine Gewitterwolken am Himmel zu sehen. Die Leute auf den Straßen zeigen erschrocken in den Himmel, wahrscheinlich wegen einer Sonnenfinsternis. Aber die Menschen rennen verzweifelt durch die Straßen, also schaust du doch nochmal nach oben. Du kannst den Mond nicht sehen. Verwirrt von allem beschließt du, für heute Feierabend zu machen. Zu Hause schaltest du den Fernseher ein. Der Nachrichtensprecher, der jetzt noch ernster klingt als heute Morgen, erklärt, dass der Mond seine Erdumlaufbahn ganz verlassen hat und jetzt irgendwo im All rumfliegt. Der Verlust des Mondes bedeutet, dass sich der tägliche Zyklus verändert. Jetzt gibt es nur noch 6 bis 12 Stunden Sonnenlicht pro Tag und über 1000 Tage im Jahr. Ich muss nur noch halb so viel arbeiten, freust du dich und streckst die Arme in die Luft. Das Fehlen des Mondes schafft eine völlig andere Welt. Die Anziehungskraft des Mondes hält die Erde in einem Winkel von 23,5 Grad und sorgt so für die Jahreszeiten und die normalen Tage, an die wir gewöhnt sind. Beeindruckt von all den wissenschaftlichen Infos gehst du nach draußen, um dich zu vergewissern, dass du nicht reingelegt wurdest. Die kürzere Arbeitswoche wäre zu schön, um wahr zu sein. Als du in den Nachthimmel schaust, fällt dir auf, dass die Sterne viel heller funkeln als früher. Du kannst die Umrisse der Arme der Milchstraße deutlich erkennen. Es sind mehr Sterne am Himmel, als du in Erinnerung hast. Und auch die Venus leuchtet viel heller als vorher. Es ist ein wunderschöner Anblick, aber du bist dir nicht sicher, ob dieser Nachthimmel die Entfernung des Mondes wert war.
Aber du hast dich noch nie sonderlich für Astronomie interessiert. Also gehst du ins Bett. Es ist eine gute Idee, sich langsam an den neuen Tag- und Nachtzyklus zu gewöhnen. Du stellst deinen Wecker auf 2 Stunden. Das sollte lang genug sein, sagst du dir fröhlich. Morgen ist ja schließlich Samstag. Du willst früh aufstehen, um surfen zu gehen, und du willst die Flutwellen erwischen. Du wachst auf, packst deine Sachen zusammen und fährst zum Strand. In den Nachrichten im Radio wird erklärt, dass die Erde ohne Mond schutzlos gegenüber Asteroiden ist. Dann sprechen sie über Probleme mit den Gezeiten, etwa dass die Flut jetzt nur noch ein Drittel so stark ist wie früher. Du bist dir nicht sicher, ob sich das auf die Wellen auswirken würde. Vielleicht bedeutet das ja, dass sie größer werden. Du parkst am Strand, schnappst dir dein Board und schaust in die Richtung, wo eigentlich die Brandung sein sollte. Jetzt sollte Hochwasser sein, aber das Meer ist irgendwie viel weiter weg als sonst. Mit deinem Board unterm Arm läufst du zum Wasser. Nach einem langen und doch anstrengenden Spaziergang verschlägt es dir die Sprache, als du die mickrigen Wellen siehst. Ausdruckslos starrst du zu den seichten Wellen des Meeres. Etwas beunruhigt machst du dich wieder auf den Heimweg. Während der Fahrt hörst du wieder Nachrichten, aber diesmal schenkst du den Informationen mehr Aufmerksamkeit. Anstelle von strukturierten Jahreszeiten gibt es nur noch unregelmäßiges Wetter. Die Winde sind schneller und stärker, was zu heftigen Stürmen führt, und an manchen Orten herrscht einfach nur Stagnation. Am Äquator ist es nicht mehr dauerhaft warm und die Pole sind nicht mehr ständig kalt. Die Tiefen des Wassers schrumpfen. Die Gezeiten werden nur noch von der Schwerkraft der Sonne beeinflusst, wodurch sie nur noch ein Drittel der Tiefe erreichen als vorher durch den Mond. Überall auf der Welt verändern sich die Meere in ihrer Höhe, an den Polen schrumpfen sie und die Wasserwölbung um den Äquator verschiebt sich. Der Mond regulierte die Gezeiten und sorgte für die periodische Veränderung zwischen Ebbe und Flut. Das war ein Schlüsselelement für das Leben auf der Erde. Weltweit werden aquatische Lebensformen aus den Tiefen verdrängt. Die Lebenszyklen wichtiger mikrobieller Lebensformen sind durcheinander geraten. Du kannst dir kaum vorstellen, dass etwas so Kleines wie die Änderung der Gezeiten einen so großen Einfluss für Milliarden von Lebensformen haben kann. Wasser und Niederschläge, die über den ganzen Globus verteilt sind, gelangen nicht mehr dorthin, um für Nahrung zu sorgen. Das Wetter ist extremer geworden. Es ist längere Zeit heiß und in anderen Gebieten der Erde kälter. Mit der Zeit, also in einigen tausend Jahren in der Zukunft, werden trockene Wüsten in Eiszeiten übergehen. Diese intensiven Veränderungen bringen die natürliche Ordnung des Lebens auf der Erde durcheinander. Der Mond kontrollierte nicht nur die Gezeiten und das Wetter, sondern hielt auch Moleküle in der Atmosphäre. Jetzt sind sie in ständiger Bewegung. Bei den Molekülen herrscht Chaos und das schafft Barrieren für die zukünftige Evolution. Du kommst nach Hause und bist entsetzt, als du diese entmutigenden Nachrichten hörst. Du wirst nicht nur nie wieder surfen können, sondern das ganze Leben auf der Erde wird sich verändern. Ein Zeitalter der Rückentwicklung hat begonnen. Im Laufe des nächsten Jahres verändern sich Flora und Fauna, um sich an die neue Welt anzupassen. Zugtiere, die sich auf den Weg zu grüneren Weiden machen wollten, finden nichts mehr. Vögel sind komplett verwirrt, weil es keinen richtigen Wechsel der Jahreszeiten gibt. Tiere, die eigentlich Winterschlaf halten, kriechen zum falschen Zeitpunkt aus ihren Höhlen. Die Vegetation hat Mühe zu gedeihen, weil das Sonnenlicht fehlt. Nachtaktive Tiere können ohne die Mondspiegelung nichts sehen. Obwohl die Venus in der Nacht die hellste Lichtquelle am Himmel ist, ist sie nur ein Tausendstel eines Bruchteils so hell, wie der Mond war. Raubtiere, die in der Nacht jagen, finden ihre Beute nicht mehr, was den kleineren Tieren die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Obwohl sich das Leben auf der Erde verändert, wird es weiter bestehen. Aber diese plötzliche Veränderung wird zur Prüfung für alle Lebewesen. Es wird interessant sein zu sehen, welche Arten sich wie angepasst und weiterentwickelt haben. Es wird eine Welt werden, in der Ratten und Mäuse wegen ihrer Anpassungsfähigkeit stärker vertreten sind. Sie könnten sich zu einer neuen dominanten Art entwickeln. In Millionen von Jahren der Evolution werden vor allem Nachkommen dieser Nagetiere florieren. Wahrscheinlich laufen uns büffelgroße Mäuse über den Weg und tigergroße Ratten streifen durch den Dschungel. Baumbewohnende Mäuse mit langen Armen schwingen sich von Ast zu Ast. Andere werden sich wahrscheinlich in die Meere zurückziehen, um sich von aquatischem Leben zu ernähren. Räuberische Ratten mit großen Augen, die ähnliche Eigenschaften wie Fledermäuse haben, könnten dank ihrer neuen Echoortung durch die stockfinsteren Nächte fliegen. Eines ist definitiv sicher:
Alle neuen Arten, die auftauchen, werden auch weiterhin von uns Menschen beobachtet, von wo aus auch immer wir das tun werden. Planeten sind normalerweise leicht geneigt. Die Erde kippt um etwa 23 Grad. Darum gibt es Jahreszeiten. Wenn der Teil der Erde, auf dem du lebst, näher zur Sonne geneigt ist, ist Sommer. Neigt sie sich von der Sonne weg, haben wir Winter. Doch Uranus ist ungewöhnlich stark geneigt. Sein Neigungswinkel beträgt 98 Grad. Die Folgen für die Jahreszeiten sind immens. Auf Uranus dauert jede Jahreszeit 21 Jahre. Vielleicht sollten wir daran denken, wenn wir uns mal wieder beklagen, dass der Winter nicht aufhört. Auf der Erde messen wir Entfernungen in Minuten und Stunden, vielleicht Tagen. Zu Fuß brauchst du 10 Minuten zum Haus deines Freundes oder mit dem Auto 15 Minuten zu deinem Lieblingscafé. Im Weltall ist das ein bisschen anders. Es ist riesig. Wie lange es dauert, irgendwo hinzugelangen, messen wir daher in Jahren, meist in Lichtjahren. Würdest du zum Mond laufen wollen, bräuchtest du für die 385.000 Kilometer 9 Jahre. Oder eine kleine Spritztour zum nächsten Stern Proxima Centauri. Bei einer konstanten Fahrgeschwindigkeit von 120 km/h bist du in schlappen 356 Milliarden Stunden bzw. 40,5 Millionen Jahren da. Und glaub mir, nach den ersten 20 Millionen Jahren wirst du dich fragen, warum du überhaupt losgefahren bist. Das größte bisher entdeckte Tal befindet sich auf dem Mars. Es ist ein sehr beeindruckendes System aus Canyons mit einer Länge von 4000 Kilometern. Damit ist es 5-mal länger als der Grand Canyon. Forscher entdeckten es in den 1970ern. Eine Reihe Vulkane auf der anderen Seite des Canyons war vermutlich an seiner Entstehung beteiligt. Bisher haben wir keinen Planeten entdeckt, der komplett aus Diamant besteht. Aber auf einigen Planeten regnet es Diamanten. Auf den Gasriesen Jupiter und Saturn verwandeln Gewitterstürme Unmengen Methan in Ruß, auch bekannt als Kohlenstoff. Der Ruß sinkt ab und wird zu Graphit. Dann bilden sich aus dem Graphit Diamanten mit einem Durchmesser von ca. 1 Zentimeter. Aber bevor du jetzt deine Reise planst, um die Dinger einzusammeln, solltest du wissen, dass sie nicht lange halten. Wenn sie den Kern des Planeten erreichen, schmelzen sie. Ist dir beim Nachts in den Himmel schauen je aufgefallen, dass in der nächsten Nacht zwar die Sterne an derselben Stelle stehen, der Mond aber nicht? Dafür gibt es zwei Gründe. Zunächst spielt die Zeit eine Rolle. Wenn du heute um 20 Uhr rausgehst und morgen um 23 Uhr, steht der Mond ganz woanders. In diesem Fall sind auch die Sterne weitergewandert, da unser Planet sich schließlich dreht. Wie du weißt, braucht er 24 Stunden für eine Umdrehung. Das heißt, von unserem Standpunkt her sieht es aus, als würden sich der Himmel und alles an ihm im 24-Stunden-Rhythmus um uns drehen. Auch die Sonne verändert stetig ihre Position und geht jeden Tag auf und unter. Wenn du in zwei Nächten in Folge zur selben Zeit hinaufschaust, musst du trotzdem eine halbe Stunde oder mehr warten, bis der Mond wieder an derselben Stelle ist wie in der Nacht zuvor. Die Sterne hingegen stehen still. Ihre scheinbare Bewegung hat nur mit der Erdrotation zu tun. Aber der Mond bewegt sich tatsächlich um uns herum und durchläuft verschiedene Phasen. Bei Neumond ist der Himmel zum Beispiel ganz dunkel. Wir haben Vollmond, wenn die erleuchtete Seite des Mondes zu uns zeigt. Der Mond benötigt etwa einen Monat, um die Erde zu umkreisen. Vielleicht hast du mit dem Diamantensammeln auf dem nächsten Planeten mehr Glück. Er ist 40 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wissenschaftler nennen ihn eine Supererde, was im Allgemeinen ein Planet ist, der deutlich größer ist als unserer. Dieser zum Beispiel ist doppelt so groß wie die Erde. Er ist seinem Stern so nahe, dass er ihn in nur 18 Stunden umkreist. Ein Jahr ist dort also verdammt kurz. Da er so nah an seinem Stern weilt, herrschen dort unglaubliche Temperaturen von 2700 Grad. Die Hitze in Kombination mit der hohen Dichte des Planeten geben Grund zu der Annahme, dass der Kern aus Kohlenstoff in Form von Graphit und Diamanten besteht. Vor über 10 Jahren entdeckten Astronomen eine riesige Wasserdampfwolke. Sie ist 12 Milliarden Lichtjahre weit entfernt. Diese Wolke ist die größte uns bekannte Wasserquelle. Sie ist auch die älteste, stammt sie jedoch aus der Zeit, als unser Universum gerade mal 1,6 Milliarden Jahre alt war. Heute ist es 13,8 Milliarden Jahre alt. Mann, wenn ich damals angefangen hätte zu sparen, wäre ich heute reich. Aber mich gab's ja noch nicht. Jedenfalls enthält diese Wolke 140 Billionen Mal so viel Wasser wie alle Ozeane der Erde zusammen.
Sie könnte auch genug Gase wie Kohlenstoffmonoxid enthalten, um das schwarze Loch auf seine sechsfache Größe anschwellen zu lassen. Die Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten liegt bei 14 Grad. Die höchste je gemessene Temperatur betrug 57 Grad. Zu heiß, meinst du? Tja, auf der Venus werden bis zu 482 Grad erreicht. Damit ist sie der heißeste Planet unseres Sonnensystems. Es reicht zwar nicht, um Stahl zu schmelzen, dafür müsste es 1370 Grad heißer sein, aber Blei zerfließt da schon mal. Und es ist viel zu heiß, um Leben zu ermöglichen, zumindest in der Form, die wir kennen. Dabei ist die Venus der Sonne nicht mal am nächsten, das ist nämlich der Merkur. Aber sie hat eine extrem dicke Atmosphäre voller Treibhausgase. Das ist so, als würdest du dich im Hochsommer in eine dicke Decke hüllen. Wir sind es gewohnt, dass Vulkane heiße Lava speien, denn das tun sie nun mal bei uns auf der Erde. Aber im Weltraum spucken Vulkane Methan, Wasser oder Ammoniak aus. Diese Stoffe erstarren bei der Eruption und verwandeln sich in gefrorenen Dampf, den wir als vulkanischen Schnee bezeichnen. Ich spreche von Kryovulkanen. Man findet sie auf den Jupitermonden Io und Europa, auf Saturns Mond Titan und auf dem Pluto. Auf Io sind sie ganz besonders aktiv. Er hat hunderte Schlote. Ein Raumfahrzeug der NASA hat sogar Aufzeichnungen in Echtzeit von einem Ausbruch machen können. Wolken gefrorenen Dampfes steigen auf und dehnen sich über 400 Kilometer weit aus. Übrigens wurde erst kürzlich ein neuer Jupitermond entdeckt, der sich prima als Farm eignen würde. Er heißt Iyeyeyo. Was genau passiert mit dem Licht, wenn es in einem schwarzen Loch verschwindet? Ein Photon ist ein Lichtpartikel. Der Ereignishorizont stellt die Grenze des schwarzen Lochs dar. Wenn etwas, sagen wir ein Photon, diese Linie überquert, kann es nicht mehr entkommen. Aber das bedeutet nicht, dass das schwarze Loch es zerstört. Es zieht das Photon blitzschnell in sein Zentrum, in dem eine enorme Masse auf unendlich kleinem Raum zusammengepfercht ist. Aber wir wissen nicht, was mit einem Photon unter so extremen Bedingungen geschieht. Es bleibt eines der größten Mysterien. Zerstört das schwarze Loch das Licht oder nicht? Wir kennen 82 Saturnmonde. 53 davon sind bereits bestätigt. 29 weitere warten noch, als offizielle Monde anerkannt zu werden und einen Namen zu bekommen. Einer der coolsten Monde ist ein 1470 Kilometer dicker Brocken namens Iapetus. Er ist auf einer Seite dunkel und auf der anderen hell. Seine hellere Seite reflektiert 20 Mal mehr Licht als die andere. Wie sich herausstellte, ist sie von Eis bedeckt. Die dunkle Seite ist etwas komplizierter. Eine Theorie schreibt die dunkle Färbung den Partikeln von einem anderen Mond namens Phoebe zu. Es wäre auch möglich, dass es an der Hitze liegt. Da sich der Mond sehr langsam dreht, absorbiert sein dunkles Material viel Wärme und wird noch dunkler. Was glaubst du, wie groß ein schwarzes Loch werden kann? Rein theoretisch gibt es keine Obergrenze, aber Astronomen glauben, dass ultramassereiche schwarze Löcher, die sich im Zentrum einiger Galaxien befinden, zumeist bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen umfassen. Kürzlich entdeckte man ein solches Exemplar, das kaum weiter wachsen kann, weil es in diesem Fall die Akkretionsscheibe, von der es sich ernährt, zerstören würde. Es würde sich also selbst den Hahn zudrehen. Die meisten Menschen stellen sich das Universum farblich zwischen Aquamarin und Blasstürkis vor. Sogar einige Wissenschaftler waren davon überzeugt. Die kosmische Farbe wurde bestimmt, indem über 200.000 Galaxien im Umkreis von 2 Milliarden Lichtjahren um unseren Planeten kombiniert wurden. Die echte Farbe ist aber eher beige. Wissenschaftler erhielten falsche Ergebnisse, da die Software fehlerhaft war. Nicht wirklich. Das Programm rechnete das kosmische Spektrum in die Farben, die unsere... Auf der Autobahn halten Autos an. Die Leute steigen aus und schauen nach oben. In den Städten gehen die Menschen auf die Straße. Balkone und Hausdächer sind schon voll von Leuten, die alle schockiert zum Mond schauen. Er ist rot. Man hört einige schreien. Das ist das Ende der Welt. Andere suchen hastig Schutz. Ja, der sonst weiße Mond sieht jetzt anders aus, als wäre er mit roter Farbe übergossen worden. Aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben, auch wenn du so etwas noch nie zuvor gesehen hast. Im Gegenteil, genieße den Anblick, denn du bist Zeuge eines seltenen astronomischen Phänomens geworden. Es handelt sich um eine totale Mondfinsternis. Hier ist die Sonne. Sie steht im Zentrum unseres Sonnensystems. Merkur, Venus
Und hier sind die Erde und der Mond. Die Erde braucht 365 Tage, um ihren Stern zu umrunden. Gleichzeitig umkreist der Mond die Erde und umrundet unseren Planeten in 27 Tagen. Die Erde erzeugt eine Schattenzone, die der Mond manchmal durchquert. Der Schatten ist kegelförmig und verengt sich allmählich. Der Mond ist 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Das sind etwa 9 Längen des Äquators. Bei dieser Entfernung beträgt die Breite des Schattens etwa das 2,6-fache der Breite des Mondes. Wenn sich der Mond in dieser Zone befindet, kommt kein direktes Sonnenlicht zu ihm durch. Das heißt, er müsste eigentlich verschwinden, aber stattdessen wird er rot. Das liegt daran, dass die Sonnenstrahlen durch die Erdatmosphäre dringen. Sie werden gestreut und das blaue Licht verschwindet größtenteils. Aber die roten und orangefarbenen Strahlen bleiben und treffen auf die Oberfläche des Mondes. Voilà, du siehst ein Phänomen, das man den Blutmond nennt. Diese Krümmung des Lichts tritt übrigens auch bei Sonnenuntergängen und Aufgängen auf. Die Atmosphäre streut das blaue Licht und du siehst einen rot-orangenen Himmel. Wenn du während einer totalen Mondfinsternis auf der Oberfläche des Mondes stehen würdest, wäre die Erde genau zwischen dir und der Sonne. Du würdest also eine Sonnenfinsternis beobachten können. Und die Oberfläche der Erde wäre für dich völlig dunkel. Alles, was du sehen würdest, wäre die Korona der Sonne, die die Ränder des Planeten beleuchtet. Die Erde ist von der Mondoberfläche aus gesehen fast genauso groß wie der Mond von der Erdoberfläche aus. Eine solch rote Mondfinsternis ist leider selten, weil mehrere Faktoren zusammentreffen müssen. Einer ist, dass der Mond voll sein muss. Normalerweise kannst du 2 totale Mondfinsternisse im Jahr sehen. Im Jahr 2038 wirst du 4 solcher Finsternisse sehen können. Und die Verfinsterung selbst kann bis zu 108 Minuten dauern. Aber das ist selten und das letzte Mal, dass ein so langer Blutmond zu sehen war, war im Jahr 2000. Vor vielen Jahren wussten die Menschen noch nicht so viel über unseren Satelliten, daher machte ihnen der Anblick des roten Mondes Angst. Es wurde als schlechtes Zeichen und als Vorbote von Ärger gedeutet. Und Menschen, die den Zeitplan der Finsternisse kannten, konnten sich das zunutze machen. Christoph Kolumbus zum Beispiel hatte einen astronomischen Almanach und wusste, wann die nächste Mondfinsternis stattfindet. Und so erschreckte er die Bewohner der karibischen Inseln, als er den roten Mond vorhersagte. Vor langer Zeit war der Mond ein roter Lavaball. Aber das ist wirklich lange her, vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Das ist unser Sonnensystem. Es ist voll von Staub und Asteroiden. Sie stoßen ständig aneinander und spielen quasi Weltraumbillard. Das ist die Erde. Sie beginnt gerade, sich von den Asteroiden- und Kometeneinschlägen zu erholen. Doch dann taucht Theia am Horizont auf. Ein Planet von der Größe des Mars. Er hatte eine chaotische Umlaufbahn und näherte sich der Erde in einer Spirale. Eine Kollision war unvermeidlich. Und irgendwann kam es zu einem der größten Zusammenstöße in unserem Sonnensystem. Theia schlug schräg auf die Erde auf und sprengte einen Teil der Erdkruste raus, der ins All schleuderte. Die Erde absorbierte einen Teil des Planeten und die Trümmer des Zusammenstoßes umkreisten die Erde für eine lange Zeit. Sie bildeten eine Art Ring, fast wie der des Saturns. Die Trümmer in der Umlaufbahn stießen zusammen und türmten sich zu einem gemeinsamen Schwerpunkt auf. Und so bekam die Erde ihren Mond. Es gibt eine Theorie, dass dieser Zusammenstoß zur Entstehung des Lebens auf unserem Planeten beigetragen haben soll. Theia traf die Erde in einem perfekten Winkel. Wäre der Aufprall frontal gewesen, wären beide Planeten wahrscheinlich in einer gewaltigen Explosion zerstört worden. Wäre der Einschlag tangential gewesen, hätte es nicht genug Trümmer in der Umlaufbahn gegeben und der Mond hätte sich nicht gebildet. Aber wir haben das glückslos gezogen und der Mond stabilisierte die Rotation der Erde. Die Kollision zerbrach die feste Kruste auf unserem Planeten und ermöglichte die Bildung von Ozeanen. Du weißt, dass Wasser die Grundlage für Leben ist. Als die Kerne von Erde und Theia verschmolzen, bekam die Erde eine starke Magnetattraktion.
Mondatmosphäre. Diese schützt alle lebenden Organismen vor der Sonnenstrahlung. Der Mond steuert zusammen mit der Sonne die Gezeiten. Seine Schwerkraft scheint das Wasser von der Oberfläche zu sich zu ziehen. Die Sonne macht übrigens dasselbe. Wenn wir uns die Erde als eine Kugel aus Wasser vorstellen, gäbe es zwei Berge, einen auf der Seite des Mondes und einen auf der Seite der Sonne. Und wenn sich der Mond um die Erde bewegt, bewegt sich dieser Wasserberg mit ihm. Wenn du mit einem Maßband im offenen Meer wärst, könntest du messen, dass der Mond das Wasser um etwa 10 bis 15 cm zu sich zieht. Der Mond ist durch die Schwerkraft an die Erde gebunden. Deshalb ist er uns immer mit einer Seite zugewandt, wie Merkur und die Sonne. Aber der Mond ist nicht so fest an die Erde gekoppelt, wie du vielleicht denkst. Er bewegt sich allmählich von unserem Planeten weg, etwa 4 cm pro Jahr. Das ist nicht schnell, aber in etwa 600 Millionen Jahren wird er an unserem Himmel so klein geworden sein, dass wir keine Mondfinsternisse mehr sehen können. Siehst du diesen Krater? Das ist Tycho. Er ist bei Vollmond besonders gut sichtbar. Er breitet sich tausende von Kilometern von seinem Epizentrum aus. Es ist übrigens der jüngste Krater auf dem Mond. In der Wissenschaft sagt man, dass er vor etwa 109 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag entstanden ist. Zu dieser Zeit streiften die Dinosaurier noch auf unserem Planeten herum. Sie könnten also den Einschlag gesehen haben. Wahrscheinlich wurde er von einer großen Explosion begleitet und sah aus wie ein Feuerwerk am Nachthimmel. Die Menschheit liebt es, den Mond zu erforschen. Wir haben ja auch schon einige Missionen dorthin geschickt. Insgesamt haben schon 12 Menschen die Oberfläche des Mondes betreten. Die Anziehungskraft ist dort 6-mal geringer als auf der Erde. Wenn also ein Mensch auf der Erde etwa 80 Kilogramm wiegt, zeigt die Waage auf dem Mond nur 13 Kilogramm an. Das entspricht dem Gewicht eines mittelgroßen Hundes. Wegen der geringen Anziehungskraft bewegten sich die Astronauten auf dem Mond auch so seltsam. Ach, und du wärst auf der Mondoberfläche 6-mal stärker. Hier auf der Erde kannst du wahrscheinlich etwa 60 Kilogramm heben. Aber auf dem Mond könntest du kinderleicht ein großes Motorrad heben oder einen Braunbär. Die Oberfläche des Mondes ist mit Regolith bedeckt. Das ist der Mondstaub, der den festen Boden bedeckt. In diesem Staub werden Fußabdrücke gut konserviert. Und das ist der berühmteste Fußabdruck, der zu vielen verrückten Theorien führte. Das ist der Fußabdruck und das ist der Schuh, der ihn hinterlassen haben soll. Aber dieser Schuh hat gar kein Profil. Ja, und die Erklärung ist ganz simpel. Die Astronauten trugen extra Stiefel über diesen Schuhen, damit sie auf der Mondoberfläche gehen können. Und diese Stiefel haben genau das Profil, das zu den Abdrücken passt. Zusätzlich zu den Fußabdrücken haben wir noch viele faszinierende Objekte auf dem Mond hinterlassen. Mehrere Mondrover, ein Golfball, Flaggen und menschliche Abfälle. Dazu kommt noch eine Menge kaputter Satelliten und Raketenteile. Alles in allem befinden sich auf dem Mond etwa 187.000 Kilo von Menschenhand gemachte Objekte. Das ist das Gewicht von 3 Passagierflugzeugen oder 31 ausgewachsenen Elefanten. Für die Zukunft planen wir die Wiederaufnahme von Missionen zum Mond. Neue Lander sollen die Oberfläche unseres Satelliten erkunden und dort natürliche Ressourcen finden. Der Mond bietet sich auch an, neue Rover zu testen. Wir wollen sogar so etwas wie eine internationale Raumstation in der Mondumlaufbahn errichten, das Lunar Orbital Platform Gateway. Es soll eine Plattform werden, von wo aus wir Erkundungen zum Mond starten. Auch sollen Raumschiffe von dort aus in den fernen Weltraum starten. Hast du dich schon mal gefragt, warum die Erde keine Ringe hat? Die Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun haben Ringe, aber die Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars haben keine. Interessant, oder? Es gibt 2 Theorien, wie sich Ringsysteme wahrscheinlich entwickelt haben. Die erste besagt, dass sich die Ringe aus Resten gebildet haben, die abgefallen sind, als sich ein Planet gebildet hatte. Die zweite besagt, dass es sich um die Überreste eines Mondes handeln könnte, der entweder bei einer Kollision zerstört wurde oder durch die Anziehungskraft seines Mutterplaneten auseinandergebrochen ist. In der Wissenschaft ist man sich noch nicht ganz sicher, warum nur die Gasriesen Ringe haben.
Aber sie vermuten, dass es am Ort liegen könnte, denn die Gasriesen haben sich im äußeren Sonnensystem gebildet und die Gesteinsplaneten im inneren Bereich unseres Sonnensystems, weshalb sie besser vor Einschlägen und Kollisionen geschützt waren, aber kein Staub aufwirbeln konnten, um Ringe zu bilden. Gasriesen sind auch viel größer und haben mehr Volumen, was dazu führen könnte, dass sie ihr Ringsystem stabil halten können. In der Wissenschaft glaubt man, dass unser Planet vor langer Zeit auch ein Ringsystem hatte. In der Frühphase traf wohl ein marsgroßes Objekt auf die Erde, was wahrscheinlich zu einem dichten Ring aus Trümmern geführt hatte. Aber dieses Ringsystem hat sich schon bald verdichtet und so ist unser Mond entstanden. Vor mehr als 10 Jahren, im Jahr 2011, wurde eine riesige Wasserdampfwolke, die etwa 12 Milliarden Lichtjahre von unserem Planeten entfernt ist, entdeckt. Diese Wolke ist die älteste Wasserquelle, von der wir heute wissen. Sie muss aus der Zeit stammen, als das Universum erst 1,6 Milliarden Jahre alt war. Heute ist es 13,8 Milliarden Jahre alt. Diese Wolke ist nicht nur die älteste, sondern auch die größte Wasserquelle, die wir kennen. Sie enthält das 140-Billionenfache der Wassermenge, die die Erde in den Weltmeeren speichert. Gigantisch, oder? Aber das Coolste ist, dass diese Dampfwolke quasi ein schwarzes Loch füttert. Sie könnte genug Gase wie Kohlenmonoxid enthalten, um das schwarze Loch noch 6-mal größer wachsen zu lassen, als es aktuell ist. Wir alle kennen unseren einen Mond. Aber es gibt noch zwei weitere, und zwar die Asteroiden 3753 Kruitne und 2002 AA29, die sich in einer gemeinsamen Umlaufbahn mit unserem Planeten befinden. Der erste kreist nicht direkt um die Erde, sondern hat eine Art synchronisierte Umlaufbahn mit unserem Planeten, weshalb es so aussieht, als würde er der Erde in einer stabilen Umlaufbahn folgen. Aber in Wirklichkeit hat er seine eigene Bahn um die Sonne. Der andere Asteroid, 2002 AA29, folgt eher einer hufeisenförmigen Bahn um die Erde. Und diese Bahn lässt den Asteroiden alle 59 Jahre näher an uns heranrücken. Man würde erwarten, dass Neptun ein extrem kalter und dunkler Planet ist. Immerhin gilt er als Eisriese, der 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt ist. Dort kommt nicht viel vom Sonnenlicht an und die Mittagszeit auf Neptun ist wie die Abenddämmerung auf der Erde. Aber dieser Eisriese scheint seine eigene Wärme zu erzeugen. Nach wissenschaftlichen Berechnungen 2,6 Mal mehr Wärme, als er von der Sonne bekommt. Man geht davon aus, dass es etwas mit dem Druck zu tun hat, der nahe dem Planetenkern herrscht. Dort wird nämlich Wasserstoff aufgebaut und freigesetzt, wodurch im Zentrum des Neptuns eine verrückte Temperatur von 5150 Grad Celsius herrscht. Aber seine Atmosphäre ist im Vergleich ziemlich kühl. Die Temperatur dort liegt bei minus 150 Grad Celsius bis minus 200 Grad Celsius. Wenn du das Wort Sturm hörst, an welche Formen denkst du dann? Vielleicht fallen dir die langen ovalen Hurrikane ein oder die kegelförmigen Tornados. Ja, die kennen wir hier auf der Erde. Aber am Nordpol des Saturns wütet seit mindestens 40 Jahren ein Sturm. Und er hat eine seltsame sechseckige Form, die wahrscheinlich etwas mit den Gasen auf Saturn zu tun hat. Oder vielleicht auch mit zonalen Jetstreams. Winde, die sich viele Kilometer tief in eine Region mit extrem hohem Druck erstrecken. Hast du dich schon mal gefragt, warum Planeten nicht funkeln, Sterne aber schon? Wenn du da draußen im Weltraum wärst, würdest du sie gar nicht funkeln sehen. Der Grund, warum wir Sterne funkeln sehen, ist die Atmosphäre der Erde. Das stecknadelgroße Licht, das von einem Stern kommt, trifft auf die Atmosphäre. Die bricht das Licht und schickt es im Zickzack zu uns. Deshalb sehen wir die Sterne glitzern und funkeln. Planeten erscheinen uns viel größer als nur kleine Punkte. Und ja, auch ihr Licht bewegt sich nach dem Eintreten in unsere Atmosphäre hin und her. Aber diese Bewegungen heben sich gegenseitig auf, weshalb wir kein Funkeln sehen, sondern nur ein gleichmäßiges Leuchten. Wusstest du, dass wir in manchen Regionen auf der Erde extreme Temperaturschwankungen haben? Zum Beispiel in Montana, da stieg die Temperatur an einem Tag von minus 48 Grad Celsius auf 7 Grad Celsius. Ja, klingt extrem, ist aber nichts im Vergleich zu Merkur, wo die Temperatur an einem einzigen Tag um mehr als 540 Grad Celsius schwanken kann. Nachts ist es minus 170 Grad kalt und tagsüber wird es heiße 430 Grad. Stell dir mal vor, was du alles für einen kurzen 24-stündigen Besuch auf Merkur einpacken müsstest.
Warum löst sich die Atmosphäre unseres Heimatplaneten nicht auf und verschwindet im Vakuum des Weltraums? Keine Angst, auch wenn wir sie nicht sehen können, haben die Gas- und Dampfmoleküle, aus denen unsere Atmosphäre besteht, alle eine Masse. Und diese Moleküle sind an die Anziehungskraft der Erde gebunden, genau wie wir. Sie könnten vielleicht entkommen, wenn sie genug Energie hätten, zum Beispiel wenn unser Planet der Sonne ziemlich nahe käme, dann würde die Atmosphäre heißer werden und die Moleküle könnten dann entkommen. Aber da die Erde genau den richtigen Abstand zur Sonne hat und genau die richtige Masse, um ihre Atmosphäre festzuhalten, braucht niemand Angst zu haben, außer mir. Wenn du an Vulkane denkst, stellst du dir bestimmt auch glühend heiße Lava vor, die aus dem Schlot geschossen kommt. So sieht es jedenfalls auf der Erde aus. Aber im Weltraum können Vulkane Methan, Wasser oder sogar Ammoniak ausspucken. Da draußen kann ein Vulkan sogar noch ganz andere Stoffe ausspucken, die beim Ausbruch sofort gefrieren und sich dann in eine Art vulkanischen Schnee verwandeln. Das passiert auf den Jupitermonden Europa und Io, auf Pluto und dem Saturnmond Titan. Diese Vulkane werden Kryovulkane genannt und auf Io gibt es noch extrem viele aktive. Hunderte von Schloten mit gefrorenen Dampfschwaden erstrecken sich bis zu 400 Kilometer weit. Und NASA-Fahrzeuge haben sogar einige Ausbrüche in Echtzeit aufgenommen. Bam! Planeten, Monde, Asteroiden, Kometen, Sterne, sie alle könnten irgendwann zusammenstoßen. Und auch Galaxien. Unsere Galaxie, die Milchstraße, ist 2,5 Millionen Lichtjahre von Andromeda, unserem nächsten galaktischen Nachbarn, entfernt. In der Astronomie glaubt man, dass sich die Milchstraße auf einem Kollisionskurs mit Andromeda befindet und beide Galaxien in ferner Zukunft aufeinander prallen. Oder zumindest die Galaxien, wie wir sie kennen. Beide Galaxien bewegen sich übrigens in einem rasanten Tempo immer schneller aufeinander zu. 402.000 Kilometer pro Stunde. Es wird chaotisch zugehen und viele Planeten und Sterne werden den Zusammenstoß nicht überstehen. Und am Ende werden die beiden massiven Gebilde miteinander verschmelzen und es entsteht eine völlig neue, nicht wiederzuerkennende Galaxie. Ein kleiner Trost, man geht davon aus, dass das erst in 4 Milliarden Jahren passiert. Wenn du zwei Metallteile verbinden willst, dann weißt du, dass du dafür Hitze brauchst, damit du die Teile zum Schmelzpunkt bringst und verbinden kannst. Im Weltraum brauchst du aber keine Hitze, um zu schweißen. Man nennt das Kaltschweißen und das geht, wenn man die Metallteile übereinander reibt und so die schützende Oxidschicht abgetragen wird. Auf der Erde verhindert diese Schicht, dass die Teile miteinander verschmelzen, aber im Weltraum gibt es diese Schutzschicht nicht. Deshalb fließen die Elektronen von einem Metallstück einfach auf das andere Stück. Und tada, sie sind eins, ohne jede Anstrengung. Früher glaubte man in der Wissenschaft, die Erde sei der einzige Planet in unserem Sonnensystem, auf dem es tektonische Aktivitäten gibt. Tektonisch aktiv bedeutet, dass sich die Platten unter der Kruste bewegen. Bei diesem Prozess wird übrigens auch Wärme freigesetzt, die die Erdoberfläche verformt und zum Schrumpfen bringt. Heute wissen wir, dass das auch auf anderen Planeten passiert. Auch Merkur schrumpft. Das hat die Forschung 2016 herausgefunden, als die Raumsonde Messenger den Planeten umkreiste und aussagekräftige Daten zur Erde schickte. Wie sich zeigte, gibt es auf der Oberfläche des Merkurs felsenähnliche Landformen, die als Verwerfungsspuren gedeutet werden können. Die Weltraumcrew hat sich mehr als 3 Jahre auf den Start vorbereitet. Zur Vorbereitung auf die Landung auf dem fremden Planeten gehören das Sammeln und Untersuchen von Gesteinsproben im Grand Canyon, die Erforschung alter Vulkanformationen in der Nevada National Security Site und die Untersuchung von Gas- und Lavaschloten, Lavaseen und Grubenkratern an verschiedenen Orten auf Hawaii. Um den Bedingungen der Schwerelosigkeit standhalten zu können, mussten sie lernen, schräg zu gehen. Dazu wurden sie seitlich angeschnallt und aufgehängt und sollten sich an der Wand entlang bewegen. Außerdem mussten sie ihre Grenzen durch intensive Diät- und Schlafregulierungen austesten, um den Bedingungen im Weltraum standzuhalten. Sie brauchten 3 Tage, 3 Stunden und 49 Minuten, um die Oberfläche dieser neuen Welt zu erreichen. Sie kamen am Ort an, der übersät Meer der Ruhe genannt wird. Sie hätten auch den Ozean der Stürme oder die zentrale Bucht wählen können, aber sie entschieden sich für diesen Ort, weil er eine gute Sicht hatte, relativ glatt war und mit so wenig Treibstoff wie möglich erreicht werden konnte. Eines der ersten Dinge, die ihnen auffielen, als sie dort ankamen, war, dass es da irgendwie stank.
Das klingt jetzt vielleicht wie der Anfang eines Science-Fiction-Romans, aber es ist die wahre Geschichte der Apollo-11-Mission, die am 20. Juli 1969 auf dem Mond landete. Bis heute hat der Mond 12 menschliche Besucher gehabt. Der Mond ist quasi unser Nachbar im Weltraum. Aber so viel wissen wir gar nicht über diesen Satelliten. Eigentlich kein Wunder. Immerhin zeigt uns der Mond immer dasselbe Gesicht. Das liegt aber daran, dass sich die Erde und ihr einziger permanenter natürlicher Satellit synchron drehen. Dadurch entsteht für uns der Eindruck, dass der Mond stillsteht. In Wahrheit befindet er sich aber nicht in einer festen Position zu uns. Er entfernt sich jedes Jahr um 3,8 cm von der Erde weg. Und obwohl die Erde und der Mond 384.400 Kilometer voneinander entfernt sind, beeinflussen sie sich gegenseitig. Während der Mond für die Gezeiten der Meere und Ozeane auf der Oberfläche unseres Planeten verantwortlich ist, ist unsere Erde für die Bewegungen auf dem Mond verantwortlich. Damit meine ich Mondbeben. Sie dauern viel länger als Erdbeben, manchmal sogar bis zu einer halben Stunde. In einer warmen Sommernacht sieht er für uns ganz rund aus, aber in Wirklichkeit ist der Mond oval. Die zitronenähnliche Form wird durch die Anziehungskraft der Erde verursacht. Bilder von Fußabdrücken der Besucher auf dem Mond hast du bestimmt schon gesehen, aber es wurden noch mehr Spuren hinterlassen. Im Jahr 1969 hinterließen amerikanische Astronauten viele Gegenstände auf der Oberfläche unseres Trabanten, darunter zwei Golfbälle, eine Zeichnung des berühmten Künstlers Andy Warhol und eine Nachricht von Königin Elisabeth II. Einer der letzten Menschen, der den Mond betreten hatte, war der Astronaut Eugene Cernan. Er kritzelte 1972 die Initialen seiner Tochter auf die Mondoberfläche. Da es dort keinen Wind oder andere Wetterveränderungen gibt, könnten die Buchstaben TDC dort immer noch sichtbar sein. Jetzt kommt ein Fun Fact. Du könntest auf den Mond allergisch reagieren. Harrison Jack Smith, ein Astronaut der Apollo-17-Mission, verbrachte einige Zeit auf der Mondoberfläche und kletterte dann zurück in die Mondlandefähre. Er hatte etwas Mondstaub auf seinem Raumanzug. Und als er ihn auszog, bekam er rote Augen, Niesanfälle und andere allergische Reaktionen, die 2 Stunden anhielten. Wusstest du, dass der Mond seine eigene Zeitzone hat? Sie wird Lunar Standard Time genannt. Natürlich entspricht sie nicht der Zeit auf der Erde. Die genaue Erklärung der Mondzeitzone ist etwas komplexer, aber in einfachen Worten ausgedrückt. Ein Jahr auf dem Mond ist in 12 Tage unterteilt, von denen jeder etwa so lang ist wie ein Monat auf der Erde. Jeder dieser Tage wurde nach einem anderen Astronauten benannt, der auf dem Mond spazieren ging. Das Startdatum dieses Kalenders beginnt mit dem Zeitpunkt, als Neil Armstrong den Mond betrat. Mondtag 1 von Mondjahr 1 begann also am 21. Juli 1969 um 2.56 Minuten und 15 Sekunden Weltzeit. Da der Mond eine sehr dünne Atmosphäre hat, herrschen dort ziemlich verrückte Temperaturen, sowohl heiße als auch kalte. Es kann dort bis zu 93 Grad Celsius heiß werden. An den Polen des Mondes liegt die Temperatur aber bei etwa minus 240 Grad Celsius. Schon immer haben die Menschen versucht, die Verbindung zwischen unserem Mond und der Erde zu beschreiben, um zu erklären, warum seine Existenz uns beeinflusst. Im Mittelalter glaubten Gelehrte und Philosophen, dass manche Menschen bei Vollmond an gesundheitlichen Problemen leiden und wenn Menschen diese für sie unerklärlichen Symptome zeigten, wurden sie als Wahnsinnige und manchmal auch wörtlich als mondkrank bezeichnet. Aber wir Menschen sind nicht die einzigen Lebewesen auf der Erde, die von den Mondzyklen beeinflusst werden. Hundebesitzer müssen mit ihrem Tier bei Vollmond mit 28% höherer Wahrscheinlichkeit in die Tiernotaufnahme. Du denkst jetzt wahrscheinlich, dass das auch der Grund ist, warum Wölfe bei Vollmond so gerne heulen. Aber in der Wissenschaft hat man keinen Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Wölfe und den Mondzyklen gefunden. Es könnte also auch nur ein Mythos sein. Der größte bekannte Krater in unserem Sonnensystem befindet sich auf unserem Mond und heißt Südpol Aitken. Diese riesige Formation befindet sich auf der Rückseite des Mondes und hat einen Durchmesser von 2.500 Kilometern.
Eines der vielen Dinge, die wir noch nicht vollständig über unseren Satelliten verstehen, sind die ungewöhnlichen Lichtblitze, die manchmal auf seiner Oberfläche zu sehen sind. Wissenschaftler haben diese Ausbrüche Transient Lunar Phenomena, kurz TLP, genannt und sie werden seit Jahrhunderten auf der ganzen Welt beobachtet. Einer der ersten Fälle von TLP geht auf das Jahr 1178 zurück, als Mönche aus Canterbury behaupteten, in der Nacht eine brennende Fackel auf der Oberfläche des Mondes gesehen zu haben. Mit TLP sind nicht nur Lichtblitze gemeint. In Berichten werden auch andere ungewöhnliche Ereignisse beschrieben, wie gasförmige Nebel, rötliche, grüne, blaue oder violette Färbungen oder sogar die Verdunkelung bestimmter Stellen auf dem Mond. Stimmt etwas nicht mit unserem Mond? Ist das neu oder haben wir das erst jetzt durch unsere neuen Weltraumforschungsgeräte bemerkt? Natürlich gibt es verschiedene Theorien, die in der Wissenschaft aufgestellt wurden, um herauszufinden, was die Ursache für diese Lichtblitze ist. Sie können durch alles Mögliche verursacht werden, von Meteoriteneinschlägen bis hin zu elektrostatischer Aktivität. Es ist schwierig, für jedes Ereignis eine genaue Erklärung zu finden, weil sie entweder nur von einem einzigen Beobachter oder nur von einem einzigen Ort aus gesehen werden. Die nachgewiesenen seismischen Aktivitäten auf dem Mond könnten auch für die ungewöhnlichen Lichtblitze auf der Oberfläche unseres Trabanten verantwortlich sein. Denn wenn sich die Oberfläche des Mondes bewegt, können verschiedene lichtreflektierende Gase ausbrechen, was dieses Leuchten erklären könnte. In der Wissenschaft vermutet man sogar, dass auch geologische Restaktivitäten die Ursache sein könnten. Das macht einen stutzig, weil wir den Mond immer als eine leblose Welt betrachtet haben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Mond seine Farbe ändern kann? Dafür gibt es tatsächlich wissenschaftliche Erklärungen. Wenn du den Mond von außerhalb der Erdatmosphäre betrachtest, erscheint er in einem bräunlichen Grauton. Betrachtest du den Mond von der Erdoberfläche aus, ändert sich sein farbliches Erscheinungsbild in Abhängigkeit von verschiedenen Phänomenen. Siehst du den Mond in der Nähe des Horizonts, ist er eher gelb oder rot gefärbt. Siehst du den seltenen blau gefärbten Mond, dann siehst du ihn durch eine Atmosphäre mit größerer Staubpartikelbelastung. Manchmal erscheint der Mond auch violett, aber die Ursache für diese spezielle Färbung ist noch nicht ganz geklärt. Die Tatsache, dass wir nicht genau wissen, ob oder wie viel Wasser es auf der Mondoberfläche gibt, ist nicht der Hauptgrund, warum wir nicht schon längst Häuser dort gebaut haben. Der Grund liegt eher in der Strahlung. Jüngste Studien haben nämlich gezeigt, dass die Strahlungsrate auf der Mondoberfläche 5 bis 10 Mal... Hey, du rennst nachts über ein weites Feld, als wäre dir etwas auf den Fersen. Das helle Licht des Vollmonds erleuchtet deinen Weg und du erkennst einen Ring um ihn. Du läufst weiter und suchst nach einem Unterschlupf. Dein Problem sind nicht Werwölfe, die angeblich bei Vollmond erwachen. In Kürze wird dieser Ort das Epizentrum eines heftigen Sturms sein. Diesen Ring um den Mond bezeichnet man als Halo. Er wird durch Eiskristalle erzeugt. Wenn der Mond voll ist, reflektiert er viel Sonnenlicht. Diese Strahlen landen auf der Erdoberfläche. Auf dem Weg durch hexagonale Eiskristalle werden sie jedoch gebrochen. Dadurch entsteht ein Halo aus verschiedenen Farben, fast wie ein Regenbogen. Der innere Rand des Halo ist rot, der äußere blau. Er sieht wunderschön aus, aber die Gegenwart von Eis in den Wolken bedeutet, dass sich das Eis bald in Wasser verwandeln und zu Boden fallen wird. Dieser Regenguss wird so heftig sein, dass du dir lieber Schutz suchen solltest. Wenn das Wetter recht warm ist und die Wolken tief hängen, gibt es ein ähnliches Phänomen, eine Korona. Sie ist viel kleiner als ein Halo und enthält deutlich mehr Farbe. Innen bläulich-weiß wird die Korona nach außen hin bräunlich-rot. Im Gegensatz zu einem Halo entsteht die Korona durch Wassertröpfchen. Je kleiner diese Tropfen sind, desto größer ist die Korona. Sind die Tröpfchen groß, sieht die Korona wie ein heller Fleck in Größe des Mondes aus. Sowohl Halo als auch Korona können gleichermaßen am Tage entstehen, wenn die Sonne scheint. Vergiss aber nicht, eine Sonnenbrille aufzusetzen, denn die enorme Helligkeit schadet deinen Augen. Sobald du dich verkrochen hast, setzt Starkregen ein. Wow, was war das? Wurdest du gerade fotografiert? Nein, das war ein Blitz. Rums! Der Donner ist so laut, dass die Fenster im Haus klappern. Hier ein Tipp, wie du herausfindest, wie weit du vom Epizentrum des Gewitters entfernt bist. Beginne zu zählen, sobald du einen Blitz siehst. 21, 22, 23 und so weiter. Zähle, bis du den Donner hörst. Teile dein Ergebnis durch 3.
Wenn du nur bis 3 gezählt hast, ist das Gewitter 1 Kilometer weit entfernt. Wenn dich das Gewitter auf freiem Gelände überrascht, verlasse umgehend höher gelegene Bereiche. Jeder Berg oder Hügel ist ein Risikogebiet. Denk nicht mal dran, dich unter einen Baum zu stellen. Hohe Objekte sind die erste Anlaufstelle für Blitze. Strommasten sind genauso gefährlich. Wenn dich ein Gewitter auf dem Fahrrad erwischt, steige sofort ab und lauf davon. Dasselbe gilt für ein Cabrio, Golfkart oder Motorrad. Wenn das Gewitter losbricht, während du auf einem freien Feld stehst, bist du das höchste Objekt. Gehe in die Hocke und versuche, dich zu bedecken. Seid ihr gemeinsam unterwegs, haltet Abstand voneinander. Puh, nun bewundern wir diesen wunderschönen Sonnenaufgang. Es sieht aus, als hätte jemand den Himmel mit roter Farbe übergossen. Dieser hübsche Anblick bedeutet allerdings, dass es bald regnen wird. Der Himmel ist bei Sonnenaufgang rot, wenn ein Hochdruckgebiet gerade durchgezogen ist und ein Tiefdruckgebiet mit viel Wasser im Schlepptau aufzieht. Nimm also lieber einen Regenschirm mit oder bleibe gleich daheim. Es gibt dazu auch ein Sprichwort. Morgenrot, schlecht Wetter droht. Abendrot, gut Wetter boot. Manchmal kann man den Regen sogar am Geruch vorhersagen. Das liegt an den Ozonmolekülen. Strömungen tragen das Ozon aus der oberen Atmosphäre nach unten. Steht ein Sturm bevor, riecht es irgendwie sauber. So als hättest du gerade erst mit sauberem Wasser den Boden gewischt. Auch dein Geruchssinn wird vor einem Regenguss sensibler. Das liegt nicht an deiner Nase, sondern an der feuchten Luft. Die Blumen versprühen ihren Duft und die Wassermoleküle nehmen ihn auf. Dadurch verteilt er sich besser. Daher riechen Blumen in einem feuchten Gewächshaus auch ganz anders als draußen. Auch Pflanzen können das Wetter vorhersagen. Wenn das Gras am Morgen feucht ist, wird es ein schöner Tag. Das morgendliche Wasser auf dem Gras ist Tau. Er entsteht zur kühlsten Zeit in der Nacht. Ist der Himmel wolkenfrei, kühlt sich die Erde ein wenig ab und der Wasserdampf in der Luft kondensiert an verschiedensten Oberflächen. Sieh dir die Blätter der Bäume genauer an. Manchmal hängen sie verkehrt herum. Ahornblätter zum Beispiel reagieren auf die erhöhte Luftfeuchtigkeit vor dem Regen. Die Stiele werden ganz weich und der Wind kann sie einfach umdrehen. Der beste Indikator sind jedoch Tannenzapfen. Die Samen befinden sich in dem Zapfen unter den Schuppen. Sie müssen so trocken wie möglich bleiben, dass der Wind sie weit vortragen kann und neue Bäume aus ihnen wachsen. Wenn der Nadelbaum also spürt, dass Regen aufzieht, schließt er die Zapfen. Die geschlossenen Schuppen schützen den Samen vor Wasser. Und statt dem langweiligen Nachrichtensprecher kannst du auch den Tieren und Insekten lauschen. Hast du schon mal Grillenzirpen gehört? Sie sind ein feines Thermometer. Zähle 15 Sekunden lang, wie oft sie zirpen. Addiere 37 und du erhältst die Außentemperatur in Grad Fahrenheit. Das liegt daran, dass die Temperatur direkt den Metabolismus der Grillen beeinflusst. Je nachdem, wie warm es ist, zirpen sie schneller oder langsamer. Schmeiß dein gutes altes Thermometer weg und schaff dir stattdessen einen kleinen Freund an. Wenn du nicht so auf Insekten stehst, kannst du auch die Vögel am Himmel beobachten. Wenn sie hochfliegen, wird es ein klarer, sonniger Tag. Steht Regen bevor, hindert der Luftdruck sie daran, hochzufliegen. Du siehst sie auf der Suche nach Schutz in Schwärmen tief fliegen. Ist der Himmel auch klar, verrät dir der Luftdruck, dass Regen aufzieht. Wenn du in der Nähe eines Flusses oder Sees wohnst, hörst du Frösche singen. Nur dummerweise versteht man ihre Unkenrufe nicht. Vor einem Regenguss sind sie ganz besonders laut. Kröten lieben feuchte Witterung und sind deshalb ganz aufgeregt. Außerdem ist Regen die beste Zeit zum Laichen. Daher rufen die Weibchen so laut sie können nach einem geeigneten Partner. Ha, diese blöden Mücken! Wenn Mücken besonders aggressiv sind, solltest du dich schon mal irgendwo unterstellen. Die Insekten greifen nochmal richtig zu, ehe sie während des Regens hungern müssen. Außerdem lässt uns die warme, feuchte Luft stärker schwitzen, wodurch wir ihnen noch schmackhafter erscheinen. Insekten sammeln sich vor einem Gewitter zu Schwärmen. Sie lieben die feuchte Luft und tanzen vergnügt. Doch dann verschwinden sie auf einmal. Das bedeutet, dass dir nur noch eine Stunde bleibt, bis der Regen einsetzt. Frag doch mal die Bienen nach dem Wetterbericht für morgen. Wenn es am nächsten Tag regnet, sind die Bienen ganz besonders fleißig. Sie bestäuben emsig Blüten, weil sie wissen, dass sie am folgenden Tag wegen des Regens im Bienenstock bleiben müssen. Eichhörnchen sagen gleich das Wetter für eine ganze Jahreszeit voraus. Sie legen für die kalte Jahreszeit Vorräte an. Damit beginnen sie besonders zeitig, wenn der Winter hart wird. Du siehst sie auf der Suche nach Eicheln umhersausen. Sie verstecken sie im Boden und suchen weiter. Die Eichhörnchen vergessen oft, wo sie ihr Futter versteckt haben. Und so pflanzen sie jährlich viele neue Bäume. Tiere können auch Naturkatastrophen wie Erdbeben voraussagen.
Die Wissenschaft führt in einer stark von Erdbeben bedrohten Region eine Studie durch. Sie versah Kühe, Hunde und Schafe mit Sendern. Während der Studie kam es zu 18.000 Erdbeben. Die meisten waren geringfügig, aber es gab auch 12 Erdbeben der Stärke 4 auf der Richterskala. Jedes Mal vor einem Erdbeben beobachtete die Forschung seltsame Verhaltensweisen bei den Tieren. Es war, als würden sie aus dem Erdbebengebiet fliehen wollen. Die Wissenschaft glaubt, Tiere spüren mit ihrem Fell die Ionisierung der Luft vor einer Katastrophe. Mit ihren feinen Nasen riechen sie auch Gase, die tief aus der Erde aufsteigen und durch Risse im Boden austreten. Erste Aufzeichnungen über dieses Verhalten der Tiere gab es schon im alten Griechenland. Katzen, Ratten und Hundertfüßer verließen ihre Häuser und begaben sich in Sicherheit, bevor starke Erdbeben die Griechen heimsuchten. Manche Fische können das Wetter in einer ihrer Regionen vorhersagen. Wenn Haie nah an die Küste kommen, sind sie nicht dringend auf Nahrungssuche. Vielleicht verstecken sie sich vor einem Sturm auf See. Gefährlich wird es, wenn auf einmal das ganze Meerwasser verschwindet. Wenn du die entblößte Uferregion, sogar Fische und Korallen, die auf dem Trockenen sitzen, sehen kannst, solltest du dringend die Beine in die Hand nehmen. Ein heftiger Tsunami ist im Anmarsch und wird alles mit sich reißen. Etwa 8 Milliarden Bewohner des Planeten Erde erreichte eines Tages eine schreckliche Nachricht. Einige sahen es im Fernsehen, andere erfuhren es von ihrem Handy, während sie die sozialen Medien durchstöberten. Manche träumten sogar davon. Eine Stimme sagte in allen Sprachen, sodass es auch jeder verstand: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die schlechte. Ihr alle seid Figuren in einem YouTube-Video, in dem unser Planet erleben muss, wie der Mond in zwei Hälften bricht. Für die Zuschauer ist das eine hypothetische Situation, doch für euch werden diese Ereignisse zur Realität. Die gute Nachricht ist nur ein Witz. Es gibt keine guten Nachrichten. Aber keine Sorge, die Apokalypse beginnt nicht auf eurem Planeten oder nur eine winzige. Schönen Tag noch. Zunächst verfällt die Bevölkerung in Panik. Ein paar Tage später beruhigen sich alle wieder. Vielleicht war es nur eine Massenhalluzination und dem Mond passiert gar nichts. Doch da entdeckten Wissenschaftler eine Gefahr. Ein riesiger Meteorit aus den Tiefen des Alls ist zu uns unterwegs. Er ist extrem schnell und ziemlich flach, hat aber sehr scharfe Kanten. Zum Glück wird er die Erde um ein paar tausend Kilometer verfehlen. Doch der Mond wird nicht so viel Glück haben. Der Meteorit durchschlägt den Erdtrabanten genau in der Mitte. Er durchtrennt den Mond, fliegt an unserem Planeten vorbei und verschwindet wieder im All. In diesem Moment sind alle Augen auf den Himmel gerichtet. Der Meteorit schneidet den Mond exakt in der Mitte durch. Und was nun? Wird die Erde dieses Desaster überleben? Unser Begleiter zerbricht in zwei gleiche Teile. Glücklicherweise fliegen sie jedoch nicht auseinander. Die starke Gravitation des Mondes hält sie zusammen wie ein Magnet. Wissenschaftler sind sicher, dass sich die Teile innerhalb von ein paar Milliarden Jahren wieder vereinen werden und der Mond wieder ganz der alte sein wird. Das Coolste daran ist, dass die Menschen keinerlei Veränderung spüren werden. Die ganze Welt feiert diese guten Neuigkeiten. Die Stimme hat sich geirrt, doch dann taucht ein neues Problem auf. Ein weiterer Meteorit in Form eines Schuhs betritt unser Sonnensystem und nimmt Kurs auf die Erde. Der Weltraumstiefel kickt die eine Hälfte des Mondes weg. Nun bricht der Mond definitiv auseinander. Eine Hälfte bleibt an ihrem Platz, doch die andere rast auf die Erde zu. Ein kleiner Meteoritenschauer aus Mondfragmenten geht auf die Erde nieder. Aber das ist weniger tragisch. Die meisten Brocken verglühen in der Atmosphäre. Der Rest der zerborstenen Hälfte beginnt unseren Planeten zu umkreisen und bildet einen Gesteinsgürtel. Nun hat die Erde Ringe wie der Saturn. Umherfliegende Fragmente zerstören einige unserer Satelliten. Kommunikation und Internet fallen immer wieder aus. Die Menschheit braucht ein paar Jahre, um diesen Schaden zu beheben. Die internationale Raumstation ist Geschichte. Zum Glück sind alle Astronauten entkommen, ehe die Mondtrümmer sie erwischt haben. Mondgestein fliegt um die Erde und am Nachthimmel steht nur noch ein halber Mond. Anfangs verändert sich das Leben nicht übermäßig. Lediglich die Küstenbewohner bemerken die Konsequenzen sofort. Der Mond beeinflusst die Gezeiten. Während er um die Erde fliegt, verformt er die Ozeane in eine ovale Form. Dort, wo der Mond der Erde näher ist, herrscht Flut. Auf der anderen Seite ist Ebbe. Doch jetzt ist alles durcheinander.
Ein halber Mond zieht weniger Wasser an. Der Mond ist nur noch halb so schwer und nähert sich der Erde. Aber seine Gravitationskraft ist deutlich schwächer geworden. Seevögel, viele Fischarten, Meeresschildkröten und andere Küstenlebewesen könnten ernste Probleme bekommen. Ihre natürlichen Instinkte sind eng mit dem Mond verknüpft, wann sie Nahrung aufnehmen, brüten oder in den Süden fliegen. Winzige Schildkröten zum Beispiel erwarten morgens die Flut und laufen zum Wasser. Aber das Wasser kommt nicht und sie werden zu Möwenfutter. Krabben können keine Eier legen, weil die Flut früher als gewohnt gekommen ist. Wölfe im Wald spielen verrückt. Sie heulen jede Nacht und können gar nicht aufhören. Das gesamte Tierreich versteht die Welt nicht mehr. Auch der menschliche Körper bekommt die Folgen zu spüren. Viele Menschen leiden unter zu niedrigem oder zu hohem Blutdruck und Kopfschmerzen. Der halbe Mond verändert das gesamte Ökosystem des Planeten. Die Anpassung an die neuen Bedingungen wird Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte dauern. Ein paar Wochen sind vergangen und die Menschen stellen fest, dass die Tage kürzer geworden sind. Der Mond hat stets die Rotation der Erde gebremst, doch jetzt dreht sich die Erde schneller. Der Abend und der Morgen kommen früher als erwartet. Durch die erhöhte Rotationsgeschwindigkeit dauert ein Tag nun nur noch 15 Stunden. Die Menschen leiden an Schlaflosigkeit und Übermüdung. Überall auf der Welt verändert sich der Arbeitstag. Früher kamen die Leute um 9 und gingen um 18 Uhr wieder. Jetzt wird von 7 bis 14 Uhr gearbeitet. Der Schlaf muss reduziert werden. Aufgrund der geringeren Arbeitszeit wird der Fortschritt ausgebremst. Die Technologien der Zukunft kommen mit 20 bis 30 Jahren Verzögerung. Die Bezahlung pro Stunde bleibt gleich. Die Unternehmen zahlen also weniger für weniger Arbeitsstunden. Der Mond hat auch das Wetter und Klima unseres Planeten stabilisiert. Sieh dir den Mars an. Er hat zwei kleine Monde. Sie rotieren schnell um den Mars und schaukeln ihn ein wenig umher. Folgen sind starke Winde, Sandstürme und Gewitter. Der halbe Mond, der nun in kleinen Teilen um unseren Planeten rotiert, destabilisiert die Erde. Die saisonalen Temperaturschwankungen verändern sich. Mancherorts wird es heißer, in kalten Regionen toben heftigere Schneestürme. Kurze, heftige Niederschläge ersetzen sonniges Wetter. Eine leichte Brise kann schnell zum Hurrikan werden und kleine Wellen entwickeln sich zu Tsunamis. Die Jahreszeiten wechseln schneller. Im Winter wird es kälter, im Sommer heißer. Die Veränderung der Erdrotation hat auch Einfluss auf das Magnetfeld der Erde. Da Kompasse und Navigationssysteme nicht mehr einwandfrei funktionieren, müssen wir Nord- und Südpol neu kalkulieren. Vögel können nicht mehr für den Winter in den Süden fliegen, weil sie nicht wissen, wo lang sie fliegen sollen. Ihr innerer Kompass ist kaputt. Viele hundert Jahre sind vergangen. Die Menschen haben sich vollständig an die neuen Bedingungen angepasst. Neue Tierarten haben sich entwickelt. Vögel navigieren nun anhand des Mondes. Die Wirtschaft des Planeten hat sich neu ausgerichtet. Stundenlöhne sind gestiegen. Die Menschen bekommen mit 5 bis 6 Stunden ausreichend Schlaf und arbeiten täglich 4 bis 5 Stunden. Die Verkürzung von Tag und Nacht hat auch Einfluss auf die Unterhaltungsbranche. Filme dauern nur noch 1 Stunde, die Folgen einer Serie nur noch 30 Minuten. Das Leben ist schneller geworden. Der Durchschnittsmensch wird 96 Jahre alt. Eigentlich hat sich die Zeit nicht wirklich verändert, nur die Wahrnehmung. Viele tausend Jahre später sehen die Menschen anders aus. Sie haben größere Augen, die mehr Licht aufnehmen können. Der halbe Mond spendet nachts weniger Licht. Das menschliche Auge benötigte ein paar tausend Jahre, um sich an die neue Dunkelheit anzupassen. Auch die Tiere haben unter diesen neuen Bedingungen größere und empfindlichere Augen bekommen. Während all der Zeit hat die Menschheit sukzessiv die Umlaufbahn von den Mondtrümmern befreit. Mehrere Raumstationen umkreisen den Planeten und wieder hören die Menschen diese seltsame Stimme, die ihnen einst erzählte, sie wären Figuren in einem hypothetischen YouTube-Video. Diesmal sagt sie: Eure Geschichte ist vorbei, da dieses Video hiermit endet. Tut mir leid, gute Nacht.